Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute, Nils Müller zum Gespräch zu begrüßen. Nils, du führst zusammen mit Claudia Wagner den Bauernhof. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es richtig ausspreche. Zur Halte Hose in der... Hose. In der Gemeinde Küsnacht bei Zürich. Und ihr seid keine normalen Bauern, sondern ihr seid wirkliche Pioniere, oder? Auch in Bezug auf Weidetötung in der Schweiz. Und so viel ich weiß, zeichnet euch eine besondere Beziehung und Wertschätzung auch zu euren Tieren aus. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Nils. Ja, vielen Dank, Simon, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich bin, ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch und ich habe dir das, glaube ich, geschrieben. Bei der Kontaktaufnahme, meine Frau hat durch Zufall über euch erfahren, bei einer Akupunkturbehandlung, und da hat die Dame von eurem Hof erzählt und wie ihr mit euren Tieren umgeht, und das hat mich echt neugierig gemacht, und dann habe ich begonnen, ein bisschen zu recherchieren, eure Webseite gefunden, auch den ein oder anderen Artikel, Dokumentation, und ich habe geweint nachher. Das hat mich so irgendwie berührt und das war so ungewohnt oder anders, und von daher freue ich mich, das so ein bisschen zu entdecken, was da dahinter steckt. Und ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass diesen Satz, Bauer sein ist eine Lebensweise und das ist nicht nur ein Beruf. Vielleicht hast du Lust, da einfach mal so ein bisschen zu erzählen. Was hat dich denn bewogen, Bauer zu werden? Oder was bedeutet denn diese Lebensweise, Bauer sein? Gut, eben, vielen Dank für diese Einführung. Also Ja. soll ich auf Schweizerdeutsch oder besser auf Hochdeutsch, oder? Also weil das Publikum auch Deutschland wahrscheinlich ist, das wäre, also wenn es möglich ist, wäre klasse, aber Hochdeutsch, also wenn es okay meine ist. Schweiz mit Schweizer Akzent, Ja, oder? das ist so. Gut. Perfekt. Gut. Ja gut, eben, ich bin eigentlich Bauer geworden, aber ohne bäuerischen Hintergrund. Das heißt, meine Familie hatte keinen Bauernhof. Und wir sind aus Zürich. Und irgendwann, glaube ich, war das mal in meiner Jugend, hatten da meine Eltern gefunden, es wäre schöner für mich und meinen Bruder, wenn wir in der Natur aufwachsen. Wir sind in die Bündner Berge gezogen, also eigentlich als Unterländer. Und ich ging dann romanisch in die Schule, also Rätoromanisch, das ist ja die vierte Landessprache hier in der Schweiz. Und wir hatten da viele Freiheiten in den Bergen und haben angefangen, Indianerspiele und Western und Cowboy und Schießen und so. Und dann irgendwann hat meine Mutter glatt beschlossen, das ist jetzt eigentlich genug. Du könntest beim Bauern im Dorf ein bisschen mithelfen, oder? Ja. Und das war quasi eine, ich weiß es nicht, aber für eine Art Strafaufgabe. Ja. Aber dann war das ein guter Typ, das war ein junger Bauer und so. Und dann konnte ich da hin und dann hat mir das Freude bereitet und mit der Zeit ging ich da freiwillig. Und so bin ich eigentlich in diese Landwirtschaft reingerutscht, ohne dass wir von zu Hause aus einen Hof hatten, oder? Und irgendwann, ja gut, das kann ich auch noch vielleicht, war noch, ist noch interessant, dann hätte ich ins Gymnasium gehen sollen, oder war die Idee. Da gab es so eine Internatsschule, die war aber so ein bisschen ja, in einem Kloster. Und ich musste dann die Aufnahmeprüfung für diese Gymnasiumsprüfung. Und da hieß es, ja, du bist ein Einheimischer, du musst die Prüfung auf Rätoromanisch ablegen und nicht auf Deutsch. Und das hat dann nicht gereicht fürs Gymnasium. Ich konnte zwar Romanisch sprechen mit meinen Freunden und so, aber nicht für Maturitätsstufe. Und da fiel ich durch, oder? Bumm, rausgeflogen. Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? Gymnasium nicht bestanden, dann mache ich Bauer. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lernst du Bauer, aber ich habe ja keinen Hof, aber wenn du das möchtest, dann. Und so sind wir dann eigentlich, habe ich eigentlich Landwirtschaft gelernt, das war mein Jugendtraum, ohne Hof. Und so war ich da auch schon ein bisschen ein Exot. Und das zweite Exotische vielleicht, wir kommen dann später dazu, ich war Vegetarier zu dieser Zeit. Ah, Und wirklich. also ich habe, wir hatten eigentlich zu Hause kein Fleisch gegessen. Und ich ging dann in die Bauernschule und dann hast du so die Kollegen da, sitze ich in der Schulbank und dann sagen, ja, du spinnst ja total. Wir züchten oder mästen Stiere und Munis und Fleisch und so und Milch und so und du isst kein Fleisch, das geht ja gar nicht.
So hat das eigentlich angefangen. Also, aber trotzdem haben die mich ja dann irgendwie respektiert, oder? Und ja, so ist man da reingerutscht und dann irgendwann hat man die Ausbildung fertig und so. Und dann hat man gemerkt, ja gut, jetzt kannst du eigentlich diesen Beruf nicht ausüben, weil ich habe ja keinen Hof von zu Hause, oder? Und dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder man pachtet einen Hof. Das hat mich nicht so interessiert, weil irgendwann vielleicht sagen die, ja gut, du kannst jetzt wieder gehen. Eine andere Möglichkeit ist landwirtschaftlicher Mitarbeiter, das kann man auch, aber es ist natürlich ein harter Beruf und man hat dann viele Stunden und so weiter. Also haben so. Und die dritte, vielleicht ein Agronomiestudium, das war ja zu die Tür, weil ich habe das Gymnasium nicht bestanden. Und so kam dann damals der Wechsel, also ich wechselte dann in die Idee kam auf, man könnte eigentlich das Tier oder das Lebensmittel von der Scholle weiterveredeln bis zum Gast auf den Teller. Und für mich kam damals dann eigentlich die logische Folge, gut, Bauern kannst du jetzt nicht, ich wechsle ins Gastgewerbe. So habe ich eigentlich dann nach der Landwirtschaft Hotelfachschule begonnen und kam in die Gastronomie und man musste Küchepraktikum machen und Service und Caterings und diese ganze Welt der Gastronomie kennengelernt. Ja. Und so heute, was wir heute dann machen, heute auf unserem Hof, ist eigentlich eine Mischung von dieser Zeit. Dann sagen viele, ja, das ist ja wahnsinnig, was ihr hier macht, aber im Grunde genommen sage ich, ist es überhaupt nichts Wahnsinniges, weil ursprünglich kannte ich auch noch schnelle Rückblende. Meine Großmutter hatte mal vor 100 Jahren in der Familie einen Gasthof im Kanton Bern. Und früher, vor 100 Jahren, gab es viele so Gasthöfe im ganzen Land. Also man hatte eine Brauerei, man hatte eine Gaststube, man hatte vielleicht, sie hatten noch eine Bäckerei. Also das war eigentlich eine Mischung. Also man hatte den Metzger im Dorf, sie hatten eine Backstube, das Restaurant. Und solche Betriebe gab es noch viele früher, oder? Und ich sage eigentlich, was wir heute machen, ist eigentlich das Gleiche wie meine Großmutter, vielleicht ein bisschen neu verpackt. Also so kurz ein bisschen wie kommen wir dahin? Und jetzt kann man das ja nicht alleine machen, wie du gesagt hast. Das ist nur mein Teil, aber mein Teil reicht da nicht für so ein Projekt. Also es gibt immer den zweiten Teil, das ist die Claudia. Und diesen Hof eigentlich haben wir zusammen aufgebaut und da kommt auch ihre Welt und ihr Rucksack und ihr Wissen dazu und dann braucht es am Ende eine Mischung. Also alleine könnte ich das gar nicht machen und alleine macht es auch schon fast keinen Sinn, weil für mich alleine kann ich auch einen Kaffee trinken gehen irgendwo und ich bin eigentlich zufrieden. Aber was wir hier zusammen stemmen, da braucht es so zwei Sachen. Jeder hat seine Fähigkeiten. Ich kann nie alles, was sie kann und ich habe meine Sachen. Und die Mischung schlussendlich macht's. Also ich denke, ein Mensch allein ist sowieso mit diesen Aufgaben meistens überfordert. Also man könnte es auch beim Künstler schauen. Also der Künstler kann vielleicht gut malen, aber er braucht einen Galerist, der es verkauft. Und so sieht man das noch oft im Leben. Also, dass einer alle Talente hat, das ist eigentlich fast unmöglich. Und so ist eigentlich die Mischung mit meiner Frau ist heute so schön, dass sie ihre Hobbys eigentlich auch zum Beruf gemacht hat. Und ein kleines Beispiel vielleicht noch. Ich habe zwar Hotelfachschule gemacht und bei Spitzenköchen gearbeitet, beim André Jäger in der Fischzunft. Das ist so mit 19 Punkten Gomio die maximale Top-Level. Und habe da viel gelernt, aber sie hat eigentlich mehr Talent im Kochen als ich. Und ich weiß jetzt vielleicht, wie man das organisiert und wie man die Pfannen putzt am Ende des Tages und wie man den Ablauf macht. Aber sie hat viel mehr Talent im Kochen von Natur aus und sie kann jetzt die Soßen eigentlich abschmecken, wie man das in der Küche dann sagt. Und das hat viel mehr, sie hat da viel mehr Nuancen und so als ich. Ich kann es natürlich auch ein bisschen, oder? Aber ich sage, da hat sie mehr Talent. Und so gibt es eine Mischung, die eigentlich bei vielen Sachen, auch wenn wir dann auf die Weideschlachtung oder Tötung oder wenn wir aufs Bauen kommen, ist das eigentlich so eine Mischung von beiden, oder? Ich habe gerade eine große, lange Nein, super, Führung. super, ja, also Ja. unglaublich spannend. Also, du bist dann zu deinem Hof gekommen. Genau, das war ein rein Glücksfall. Also Glücksfall kann man dann auch nicht nur sagen, das braucht wieder eine unglaubliche Mischung von vielen Dingen. Viele sagen, ja, die können das oder das und so. Und das ist viel zu einfach gesagt.
Also der Hof hat sich dann einmal irgendwie, haben wir den entdeckt, aber ich hatte den in meiner Lehre schon mal gesehen und die Claudia hat dann der wiederentdeckt. Da gab es natürlich einen Eigentümer und das war ein schwieriger Fall. Und die Verhandlungen mit dem, das ging über 2 Jahre, oder? Und das war ja nur mal die Verhandlungen, weil es immer stockte und sehr schwierig war und man konnte überhaupt nichts eigentlich da. Und da haben ja hunderte von Leuten in den Jahren angeklopft und wollten auch, also es brauchten eine Mischung, eine Hartnäckigkeit, brauchen Zugang zu dem Menschen, wenn es ein schwieriger Mensch ist. Oder auch nicht, dass es braucht einfach einen Zugang zu jemandem, sonst geht überhaupt nichts. Man braucht Glück, es braucht aber auch Hartnäckigkeit und Geduld und man muss es manchmal auch wieder auf die Seite legen. Und das ist am Schluss auch eine Lebensschule. Also irgendwie möchte man manchmal mehr und dann geht es nicht und da braucht es halt wieder Zeit. Und gut Ding will Weile haben und Hartnäckigkeit und dann gibt es so eine Mischung und irgendwie hat das am Ende hat das gepasst, aber der Hof war ja dann eigentlich auch am Boden. Der war nicht mehr aktiv und so weiter. Und um den eigentlich wieder reaktivieren mit allen behördlichen Genehmigungen von der Landwirtschaftsseite bis hin zu weiß ich was, ging das über 7 Jahre. Also nur damit man eigentlich Wow. alle Sa Dinge, die wir heute tun, offiziell auch dürfen und gestempelt sind und abgenommen, hatten wir also über 2 Jahre Vorlauf für den Hof und nachher etwa 7 Jahre für alle Patente und Bewilligungen. Und da kann man schon sagen, es ist wahnsinnig, was heute da steht, aber man muss natürlich da dranbleiben und es braucht immer ein Quäntchen Glück. Es kann auch mal der Schuss kann auch mal hinten raus. He? Also mit allem. Genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen hartnäckig bleiben, ja. Und Genau. was würdest du sagen, also für unsere Zuschauer, die vielleicht noch gar nicht so viel wissen, was euch konkret auszeichnet? Was ist das Besondere an euch? Was macht ihr anders als andere Bauern? Also gut, wir haben eigentlich den Hof immer zuerst, oder nicht nur den Hof und unsere Tierhaltung schauen wir immer zuerst für uns an. Das mag jetzt ein bisschen egoistisch klingen. Aber eigentlich ist es so. Also wir haben den Hof immer so aufgebaut und die Tierhaltung und all unsere Tiere, die wir haben. Wir haben ja verschiedene Tiere, ja. Wir haben ja nicht nur eine Gattung. Also wir züchten nicht nur Hühner oder machen nur Schweinemast oder machen nur Milchwirtschaft, sondern wir haben jetzt eine gemischte Geschichte. Das heißt, wir haben Mutterkühe und Kälber und so, und wir haben einen Stier, der mitläuft. Wir haben eine kleine Schweinegruppe und einen Eber, der manchmal in die Ferien kommt, auch ein Mann. Und da gibt es kleine und große, und es gibt Zuchtschweine. Dann haben wir Schafe, neuerdings noch seit einer gewissen Zeit. Dann haben wir Enten und Hühner. Aber wir haben auch ein paar Pferde, da machen wir Reitbeteiligungen. Also es ist schon alleine bei der Tierhaltung sind wir sehr ein bisschen divers aufgestellt. Und die Tierhaltung wollten wir immer so gestalten, wie wir finden, haben sie möglichst ein artgemäßes Leben. Also ganz artgerecht ist es ja auch nicht. Es hat am Ende einen Zaun irgendwo. Das Wildtier ist frei, oder? Mit seinen Vor- und Nachteilen. Also die Vorteile ist, es ist intakte Natur, es ist frei. Wir sind auch noch Jäger und dann hat man das eigentlich schon immer noch als Vorbild. Also das ist eigentlich das freie Tier, oder? Und wir wollten immer ein möglichst artgemäßes Leben für alle unsere Tiere. Also wir sind zwar auf dem Bauernhof und wir geben aber viel Raum, wir geben viel Platz, wir schauen, dass sie in den einzelnen Gruppen und Gattungen leben können, wie sie eigentlich nach die Bedürfnisse, die sie haben, eigentlich auch leben können. Von der gegenseitigen Fellpflege, über die Hierarchien, die spielen und nicht die Tiere so einzeln ja, in Boxen und so weiter halten. Und das ist eigentlich so. Und bei der Gastronomie geht das gleich weiter. Wir haben dann immer so gekocht, wie wir eigentlich das gerne essen. Oder? Und am Schluss sagt man immer, der Gast ist König. Dann sage ich manchmal, ja, und wir sind Kaiser. Das ist ja ein Weil, bisschen, pardon. genau, wenn man sich so sagt, viele muss auf den Gast eingehen und man muss die Bedürfnisse vom Gast decken oder man muss die Tierhaltung so machen, wie das alle sagen,
sage ich, nein, wir machen es eigentlich für uns. Und jetzt gibt es einfach viele Menschen, denen gefällt das. Und jeder ist ja individuell. Ich sage, dem gefällt es und dem anderen gefällt es nicht. Ich kann es ja sowieso nicht so machen, dass es jedem gefällt. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und wenn ich das möchte, dass es jedem gefällt, dann habe ich jeden Tag Stress. Also in erster Linie habe ich eben keinen Stress, weil es gefällt uns. Und das ist eigentlich der Ansatz. Also die Tierhaltung haben wir eben so aufgebaut, dass sie uns gefällt. Und dahinter der können wir eben stehen. Und darum sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und unsere kleine Gaststube kochen wir so, wie es uns gefällt und nicht, wie es in erster Linie dem Gast gefallen könnte. Weil dann habe ich ja Stress, weil ich weiß gar nicht, was dem gefällt. Und wenn es ihm nicht gefällt, ist auch nicht gut, sondern es gefällt uns. Und jetzt haben das einfach viele entdeckt. Das ist wie von hinten aufgezäumt, das Pferd. Also wir fangen nicht vorne an und sagen, mal so und so und so wäre gut. Und da gibt es Berater und Ideen und so, das ist uns egal. Wir fangen eigentlich hinten an zu sagen, wie gefällt es uns? Und dann wächst man natürlich darin in der Aufgabe und wird vielleicht immer besser oder vielleicht auch mal nicht, oder? Echt interessant, ja. Und also ich habe es vorher gesagt, also euch scheint ja wirklich so das Tierwohl wirklich, also wenn man die Zeitung liest oder ins Internet guckt, also es gibt viele Menschen, die haben schöne Visionen und die wollen was Tolles machen, aber die Realität sieht dann nicht immer so aus, wie das vielleicht mit Worten umschrieben wird. Aber bei euch scheint da wirklich dieses Tierwohl, also nicht nur irgendwie ein Marketing, so Wort zu sein, sondern das ist ja, das scheint wirklich, also gelebt zu sein und oder richtige Liebe, ja, mit den Tieren. Und wie seht ihr denn die Tiere? Was bedeuten denn eure Tiere für euch? Sind das Freundschaften, die da entstehen? Ja, vielleicht wie bei der Einführung gesagt, das ist wirklich so eine Art eine Lebensweise. Wir finden es einfach schön, wenn man mit diesen Tieren zusammen leben kann. Ich denke, das ist eine Bereicherung und ich denke, es wäre ein armseliges Leben, wenn wir diese nicht hätten oder wenn man sie uns wegnehmen würde. Also wir leben ja auch noch mit 4 Hunden, oder? Und wenn ich jetzt hier sitze, sieht man es vielleicht nicht, aber einer liegt mir hier auf den Füßen. Wir haben 2, ja. Das ist eine Bereicherung, ja. Genau. Mhm. Der Hund ist einem sowieso sehr nah, das ist, und die Katze auch. Jetzt haben wir hier ein bisschen eine Straße noch um die Ecke und da, wenn die Katzen nicht so aufpassen, ist das ein bisschen gefährlich da. Aber mit den Hunden geht's gut. Die respektieren das, die bleiben eigentlich bei uns. Und je näher das dann ein Tier zu einem kommt, also es gibt Tiere, die sind einem noch viel näher. Also der Hund ist einem sehr nahe oder eine Katze auch, weil die kommen ja auch noch ins Haus. Und dann geht das ein bisschen weiter. Ein Pferd ist einem dann auch sehr nahe, weil das bildet man aus, das pflegt man und das reitet man auch. Also es ist so, dass wir kein Gnadenhof sind, das muss ich auch immer betonen. Also wir lieben unsere Tiere und wir leben mit denen, aber wir möchten eigentlich ein natürliches Leben, so möglichst wie es für ihre Gattung entspricht. Da sind wir dann schon auch ein bisschen bodenständig, dass wir sagen, also es ist eigentlich nicht so, dass jetzt primär wir die Wichtigsten sind, sondern es ist viel wichtiger, dass sie ihre Artgenossen haben. Und wir schauen eigentlich einfach, dass wir da möglichst wenige manipulieren, damit die eben ihren Bedürfnissen nachkommen können. Und ich denke jetzt man redet auch viel Mensch-Tier-Beziehung aufzubauen und so weiter und so fort. Ich bin da ein bisschen zurückhaltender, weil ich sage, alles, was wir hineinprojizieren oder vermenschlichen oder domestizieren, das ist eine Art, etwas zwingen wir den Tieren auch etwas auf. Und ich möchte sie ihm eigentlich nicht aufzwingen. Ich habe eigentlich Freude, wenn ich in die Herde rein kann bei den Rindern und Kühen und ich kann da stehen. Und vielleicht kommt dann mal einer. Dann habe ich Freude, dann kann ich den ins Fell fassen und vielleicht kommt er auch nicht, dann ist mir auch egal. Also ein bisschen eigentlich nicht, ich möchte nicht jetzt irgendwie denen so. Und beim Pferd ist das aber schon so, dass wir die jetzt nicht einfach wie Wildpferde leben lassen. Wir möchten sie auch nutzen.
Das heißt eigentlich, wir nutzen sie zum Reiten und wir haben Menschen, die kommen zu uns und haben so Reitbeteiligungen und aber wir halten sie in einer Gruppe, nicht in den Boxen. Sie sind nicht beschlagen, wir halten sie ohne Hufeisen. Es ist viel gesünder für den Bewegungsapparat. Das Fell wird nicht geschoren, sie werden nicht mit Pferdedecken zugedeckt. Die machen im Herbst und Winter einen Winterpelz. Und sie leben in der Gruppe und das bedingt einfach für den Reiter, es wird ein bisschen anspruchsvoller. Weil die Gruppe hält dann mehr zusammen, als wenn man sie einzeln hält. Gibt ein bisschen mehr Arbeit. Wenn man ausreiten geht, muss man Hufschuhe anziehen und so weiter und so fort. Das wird ein bisschen mehr Arbeit für den Menschen. Aber am Ende des Tages lebt das Pferd natürlicher, oder? Und dieser Ansatz eigentlich machen wir auch bei all unseren Tieren. Also sie sollten wirklich ein freieres Leben, soweit das geht, erhalten. Und das heißt auch, man kann ja die Stallgrößen berechnen und so weiter, Tierbestand und Flächen, die man zur Verfügung hat, um das Futter herstellen und so weiter. Und unsere Stallflächen sind eigentlich 50% nicht genutzt. Also wir haben doppelt so viel Platz, wie man eigentlich dürfte oder könnte. Und das ist auch was, das man eigentlich normalerweise nicht macht. Man füllt den Stall, weil es am Ende auch eine Rendite bringt oder Wirtschaftlich, einen ja. Ertrag und Wirtschaft. Man ist von dem ja gezwungen und getrieben. Und wir können uns das eigentlich leisten, weil wir am Ende des Tages die Tiere doppelt so alt werden lassen und alles solche Sachen, weil wir es direkt vermarkten, oder? Also wir haben einen eigenen Hofladen, wir haben die eigene kleine Gastronomie und am Ende des Tages heißt das, wir haben die Wertschöpfungskette von A bis Z in unseren Händen. Und wenn ich jetzt das einem Händler anbieten müsste oder irgendwie einem Großverteiler und so weiter, bezahlt er mir nie den Preis, den ich für das bräuchte. Das heißt, ich müsste den Stall auch füllen. Von dem her kann man uns nicht einfach eins zu eins vergleichen mit einem anderen Hof und sagen, ja, die machen das nur so viel und die machen das so. Ich sage, es ist ja nur die halbe Wahrheit. Wenn ich jetzt nur von der Landwirtschaft leben müsste und nicht von den angegliederten Themen oder Berufen, dann wäre es schwierig. Aber wir haben natürlich eine Gastronomie, wir haben eine Veredelung, wir machen Lebensmittel daraus, die veredelt sind. Fleisch, das wir umwandeln und so weiter, dass man natürlich durch das eine höhere Wertschöpfung erhält, weder wenn ich das nicht tun würde. Also was, also das, was ich von euch oder von dir mitbekommen habe, also auch vor dem Gespräch, ist, ihr setzt euch ja auch relativ direkt mit dem Tod oder auch mit dem Sterben auseinander. Und ihr seid, soweit ich weiß, Autoren eines Buchs, das heißt Zum Sterben schön. Was, also wie ist denn dieser Ende des Lebenszyklus, der Tod, dem ihr ja immer wieder begegnet? Was hat euch auch zu diesem Buch oder dem Titel bewegt? Ja, das ist auch eine lange Geschichte. Also am Ende des Tages haben wir irgendwie mal mit dieser Tierhaltung begonnen und haben gemerkt, das ist eine viel natürlichere Tierhaltung. Und irgendwann kommt der letzte Tag. Und jetzt kann man natürlich philosophieren, stundenlang, ethisch, moralisch und so weiter. Darf ich überhaupt noch Tiere töten? Wer gibt mir das Recht dazu? Kann schlecht schlafen, mache ich auch manchmal. Und dann kann man sich da eigentlich vertiefen darin, oder? Und irgendwann merkt man, oder habe ich gemerkt, also ich weiß es nicht, wie es ist, wenn es so wäre, und ich weiß aber auch das Gegenteil nicht. Also ich kann eigentlich nicht mit letzter Gewissheit sagen, ob das richtig ist, was ich tue. Aber ich bin mir eigentlich auch des Gegenteils nicht sicher. Also es ist eine offene Frage. Ja? Und so kann man eigentlich diese Frage nicht abschließend beantworten, ob das, was ich mache, richtig ist oder nicht oder ja. Aber jetzt kann man natürlich wieder die Natur beobachten, oder? Und wenn man eine natürliche Tierhaltung hat oder auch bei den Wildtieren, dann ist die Fortpflanzung ist ein Trieb. Das ist eine natürliche Sache in meinen Augen, dass es einen Platzhirsch gibt oder einen Keiler oder einen Stier oder wie auch immer. Und dass sich die Tiere fortpflanzen, weil sonst sterben sie früher oder später aus. Und wenn sich die Tiere jetzt auch auf meinem Stückchen Land fortpflanzen, gibt es jedes Jahr mehr Tiere, oder?
Und ich muss sie eigentlich regulieren, oder? Wie man sagt. Also den Verstand regulieren. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich einfach irgendwann keinen Platz mehr. Zu wenig Futter, zu wenig Fläche und so weiter. Und jetzt, wenn ich eigentlich, die nächste Frage ist für mich, wenn man jetzt diese Ethik und Moral dann mal verlässt und zum Schluss kommt am Ende, kann es ja immer weiter diskutieren, oder? Und ich komme zum Schluss doch, ich muss meinen Bestand regulieren, ich muss Tiere töten. Dann muss man sich eigentlich, sage ich mir, wie eine zweite Frage und sage, wie machen wir das? Und darüber kann man wieder sich Gedanken machen. Also man kommt dann irgendwo hin und sagt, ja, ich muss, oder ich sage, nein, ich mache es nicht, dann kommt die nächste Frage nicht. Aber man hat es dann vielleicht eben. Und mein Weg eigentlich, von wie ich es am Anfang gesagt habe, war ich mal Vegetarier, ich hatte Gewissensbisse mit dem Thema, hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich eines Tages sogar fähig bin, meine eigenen Tiere zu töten. Aber ich bin heute, lebe ich eigentlich ein natürliches Leben und habe auch mit der Naturkunde und Wildtierbiologie natürlich viel mehr dazugelernt, als ich früher wusste. Und wir kommen zum Schluss, dass wir Tiere töten müssen. Und wir haben uns dann eigentlich die Frage einfach gestellt, wie machen wir das? Es gibt zwei Wege bis jetzt. Ich delegiere das Töten an eine, kann man sagen, anonyme Schlachtindustrie. Und das ist da eigentlich der Alltag. Das ist eigentlich auch das Normale heutzutage. Also für den heutigen Menschen ist das normal. Der hat sich damit abgefunden. Aber das ist eigentlich erst eine Geschichte, die ist während der Industrialisierung erst richtig aufgekommen. Das ist eigentlich eine junge Geschichte, wenn man dann die Kulturgeschichte vom Mensch mit einbeziehen möchte, was ja eigentlich wichtig wäre. Also Industrialisierung ist sehr jung. Die größte Schlachthof hat dann irgendwo angefangen in Chicago, Amerika. Und das war der größte Schlachthof der Welt. Und wenn man das liest, wie das entstanden ist, ist auch interessant. Und sogar am Ende hat Henry Ford, also dass die Fließbandarbeit für die Autos, hat er vom Schlachthof in Chicago kopiert. Also so ist eigentlich das entstanden, oder? Das ist dann auch eine interessante Sache, wie das so kam. Und wir haben, was ist? Kurz noch zum Verstehen, früher jetzt auch noch in meiner Bauernlehre hat man eigentlich noch im Dorf, hat es noch viele kleine Schlachtlokale gegeben, oder? Und da hat zum Beispiel mein Lehrmeister gesagt, ja, schau mal, jetzt nimmst du das Rind am Strick oder am Halfter und dann läufst du da runter ins kleine Schlachthaus und da wartet dann der Störmetzger auf dich und da könnt ihr das zusammen schlachten und dann hast du da ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Bauch. Aber wenn es der Lehrmeister befiehlt, dann muss man ja folgen, oder? Und dann hast du das Rind genommen, bist da runtergelaufen und dann hat es Klapp gemacht. Und da hat er mit dem Bolzenschussapparat eigentlich das Tier geschossen und zwar schon von Bayern. Man hat einen kleinen Schreck. Und es hat nicht so schlecht funktioniert. Und wieso? Also das Tier war eigentlich damals mehr oder weniger das ganze Jahr oder Leben angebunden im Stall. Und wenn man es anbindet, dann ist es wie gewöhnt oder domestiziert von uns Menschen. Wir haben es dahin gewöhnt oder hingestellt und es ist sich an Strick und an den Halfter eigentlich gewöhnt. Und wir, unsere Tierhaltung ist natürlich viel freier. Wir haben eine Herde, die gehen im Sommer auf die Alm, die Kühe. Wir haben im Winter einen großen Laufstall mit viel Platz. Die sind nie mehr angebunden. Die haben kein Halfter mehr. Die fressen dann Raufen ihr Heu. Die haben eine Hierarchie, die haben eine Leitkuh darin und so weiter und so fort. Und nach 2 Jahren Gras fressen, die fressen bei uns ja nur Gras. Also es gibt kein anderes Futter, also nur Heu im Winter und Gras im Sommer, Weide. Wachsen die ungefähr in 2 Jahren mit Grasfressen und Wassersaufen am Brunnen, werden die 600, 700 Kilo schwer. Das ist eigentlich ein Wunder der Natur. Also wir würden da schon lange verhungern. Könnte dann schon das Magensystem, oder? Die können ja Zellulose aufspalten, was wir Menschen nicht können. Wir haben den gleichen Magen wie das Schwein, ein sogenannter Saumagen. Und wir haben eine chemische Verdauung. Das heißt, wir sind eigentlich wir Menschen sind Omnivoren mit vegetarischem Akzent. Das ist ein schönes Wort. Das heißt eigentlich eine Allesfresserei, aber das heißt auch nicht jeden Tag Fleisch essen, das heißt nicht jeden Tag Gemüse. Wir sind eigentlich so eine Mischung wie das Schwein ja auch. Und das Rind ist ein reiner Pflanzenfresser, der kann eben dieses Gras umwandeln mit Hilfe von seinen Mikroorganismen im ganzen Gedärm und in den Mägen drin, der hat 4 Mägen,
kann diese Zellulose aufspalten. Das ist das Wunder von diesem Tier. Und darum glaube ich weiterhin an dieses Tier, weil wir haben 70% in der Schweiz ist Grasland. Wenn wir das noch schnell die Klammer aufmachen. Und weltweit auf dem Festland ist 70% Grasland und auch die ärmsten Menschen auf diesem Planeten können eigentlich fast nur überleben, wenn sie noch eine Ziege haben oder irgendeine Kuh, die ihnen noch den Grashalm frisst, weil sie das umwandeln können. Und dann kann man die Kuh melken oder man kann sie schlachten. Also man kann etwas Animalisches daraus gewinnen. Ja? Und jetzt haben wir diese Tierhaltung, die ist eben, wie gesagt, viel artgemäßer, viel freier. Und wenn ich jetzt nach 2 Jahren so einem 600, 700 Kilo schweren Tier einen Strick anziehe oder einen Halfter und sage, komm mal schön mit, wir gehen jetzt wieder in das kleine Schlachthaus da, wie früher, ja, zusammen. Dann kommt er vielleicht mit bis raus, bis am Ende des Zauns. Aber er weiß ja sowieso nicht, dass wir ins Schlachthaus gehen, weil er ging ja auch nie zur Schule. Und dann geht das noch, er findet es vielleicht noch lustig am Anfang. Ich kann da ein bisschen üben und so und stricken und so und da so. Aber sobald ich mit ihm noch ein bisschen weitergehe und er merkt, jetzt verliere ich den Anschluss an meine Herde, dann verliert er automatisch seine Sicherheit im Leben, weil er ist ein Herdentier. Seine Sicherheit für ein Herdentier ist wie in Afrika, beim Büffel und der Antilope und all den Tieren, ist immer die Herde. Und wenn er die verliert, dann weiß er instinktiv, das konnten wir nämlich bis heute noch nicht wegzüchten, jetzt wird es irgendwie gefährlich. Das weiß er. Und dann sieht er rot und alles, was er will, ist zurück in die Herde. Und dann beginnt der Stress. Also der Stress macht eigentlich Tack, das ist eine Sekunde, und da schießt Adrenalin ein und er entwickelt eine Kraft. Das ist eine Überlebenskraft, das kennen wir unter Menschen ja das Gleiche. Ne? Wenn wir irgendwie ein Problem haben, oder, dann kommt Adrenalin und wir haben ja automatisch einfach gerade viel mehr Power. Ne? Also das ist Überleben. Ne? Überleben ist übrigens auch einer der stärksten Naturtriebe neben der Fortpflanzung. Und jetzt habe ich ein Problem, also das Tier bringe ich nicht aus der Herde raus. Und normalerweise heutzutage, wie ich gesagt habe, delegieren wir ja das Ganze an einen Schlachthof. Das heißt, ich muss das Tier separieren, trennen, in einen Lastwagen einladen. Und das gelingt mir eigentlich fast nur mit so Treibgängen, mit Panels und so Gitter und so. Und dann treibe ich das da rein. Und da im Lastwagen drin warten meistens schon andere Tiere, weil der fährt ja nicht jeden Einzelnen da in den Schlachthof. Und das gibt dann zum Teil neue Hierarchiekämpfe. Die gehen aufeinander los, dann chattert es da hinten im Lastwagen. He? Und dann fährt er ab und dann fährt er Kurven und bremst. Und dann gibt das eigentlich schon eine Art Muskelkater. Das ist wie wenn wir da beim Berg hoch und runter laufen und der fährt und fährt. Und dann brauchen wir langsam so unsere Glykogenspeicher auf, also wir übersäuern. Und dann am Ende kommt er in den Schlachthof, neue Umgebung, neue Gerüche, neue Atmosphäre, Pheromone, Alarm und Botenstoffe und die ganze Reise ist eigentlich ein Dauerstress, aber der fängt eigentlich zu Hause an, wenn wir ihn aus seiner Herde trennen. Und ich sage, der Schlachthof am Ende ist ja gar nicht das Problem, es ist die Erlösung. Das Problem fängt eigentlich zu Hause an, oder? Und darum haben wir irgendwie, war uns das eigentlich so ganz klar nicht immer bewusst. Also es war uns bewusst, aber es ist uns natürlich aus unserer heutigen Sicht, sehen wir das viel mehr diese Zusammenhänge, was das heißt, ein Herdentier zu trennen und zu transportieren und so weiter. Und so hatten wir schon sehr früh nach Lösungen gesucht, das war sogar schon vor dem Hof. Und ich habe dann in Deutschland jemanden kennengelernt, das war sogar eine berühmte Persönlichkeit, das war der Karl Ludwig Schweißfurth. Und der Karl Ludwig Schweißfurth, der war einmal der größte Metzger von Europa. Ich mache jetzt keine Werbung, aber der Slogan war, wenn es um die Wurst geht. Und der hat dann nochmal neu angefangen, hat diese Hertha verkauft und hat dann einen großen Landwirtschaftsbetrieb auf ökologischer, handwerklicher Basis in der Nähe von München gegründet und hat dort das Handwerk wieder zelebriert. Also da gibt es auch eine Gaststube, da gibt es eine Bierbrauerei, da gibt es aber eben einen eigenen Schlachthof auf dem Hof. Und die Tiere werden eben eigentlich da vor Ort dann auch geschlachtet. Und das hat mir sehr Eindruck gemacht, aber wir konnten natürlich dieses Konzept nicht eins zu eins übernehmen. Aber er hat uns dann mal gesagt, also wenn ihr mal was macht, dann macht es in meinem Sinn, auch wenn es nicht so groß ist. Das kann ja auch so, einfach von der Idee her, oder?
das hat uns schon geprägt, aber wir wussten natürlich nicht, wie man das macht und so. Und ein Schlachthaus bauen geht ja gar nicht in der Landwirtschaftszone in der Schweiz und das wäre auch übertrieben, oder? So haben wir dann einen anderen Pionier kennengelernt in Deutschland, das war Hermann Mayer von Uria, der schießt die Rinder auf der Weide und ist so ein Pionier in Deutschland für das. Und wir konnten da mal mitmachen und das hat einfach uns so fasziniert, dass man das in der Herde machen kann. Das Tier, das es trifft, eigentlich nichts davon mitbekommt und dass die anderen Tiere eben kaum reagieren. Es ist erstaunlich, dass die eben eigentlich nicht auf diesen Verlust groß eingehen. Und wenn sie ja traumatisiert wären oder mit der Zeit sich das speichern könnten, dann könnte man das mit der Zeit nicht mehr wiederholen, oder? Aber es hatte eigentlich schon der Indianer, hatte den Büffel aus der Herde geschossen. Oder den Bison. Und so haben wir schon vor über 10 Jahren haben wir dieses Konzept dann eigentlich in der Schweiz begonnen und lanciert und am Anfang war natürlich nur Ablehnung. Also das Konzept wurde abgelehnt von der Behörde und so weiter und so fort. Aber wir konnten es neu machen. Wir haben dann, ich musste ein bisschen Werbung machen, ein Team dann gegründet. Und in dieses Team kam zum Beispiel Erik Meili dazu, der ist vom FIBL, das ist das Forschungsinstitut für Biolandbau. Es kam aber auch die Tierschutzstiftung Vier Pfoten dazu. Das war unglaublich sogar, weil eine Tierschutzstiftung ein Schlachtkonzept unterstützt. Das gab es eigentlich gar nie. Aber die haben auch gesagt, das hört eigentlich nicht am Weidezaun auf. Und es kam die Stiftung für Tier im Recht dazu. Und so viele Gruppen und Menschen und alle haben was und da haben wir das Konzept neu gemacht und nochmal eingegeben und so kam es, dass es zur ersten Bewilligung kam im Kanton Zürich von der Weidetötung. Und das war ein Meilenstein für uns, weil wir eben, das ging damals eigentlich auch nur für um uns, dass wir unsere Tiere nicht mehr in den Schlachthof verladen und transportieren müssen und sie in gewohnter Umgebung sterben schlussendlich. Und das bedeutet, für uns war das ein Riesenschritt damals, ein würdevoller Tod von unseren Tieren. Das ging damals wirklich nur um uns, um und mich, zum Anfang gesagt habe, für unsere Tiere. Aber irgendwann gab es dann Gegenwind und Veganer wollten unseren Tod und die Fleischindustrie wollte die Bewilligung entziehen und viele, das waren damals stürmische Zeiten. Und da haben wir gedacht, ja, es geht eigentlich jetzt nicht mehr nur um uns, sondern es geht eigentlich ums Tier. Und wir würden es schön finden, wenn immer mehr Tiere auch in diesem Land dieser letzte Tag erspart bliebe, oder? Und so haben wir eigentlich den Kampf begonnen und uns auch für eine Gesetzesänderung eingesetzt, jahrelang. Und ein Gesetz ändern, das kann man natürlich nicht alleine, wenn man hier auf dem Hof ist, sondern da braucht es mehr dazu, oder? Und so haben wir eine Interessengemeinschaft gegründet für Hof- und Weidetötung kam, dann kamen andere Bauern dazu, andere Pioniere, mehr Bauern, Organisationen, Konsumenten, die das wollen und dann war das ja ein kleines Wunder, dass im Jahr 2020 das sogar das ins Bundesgesetz schaffte und heute gibt es jetzt gerade seit den letzten 3 Jahren hat es etwa 200 Höfe gegeben in der Schweiz, die wieder auf dem Hof schlachten. Das ist eine kleine Reise oder so ein Ausflug, warum oder wie es angefangen hat. Und ja, also du hast es vorher gesagt, eigentlich dieser Tötungsakt, oder? Das ist etwas, mit dem wir im Alltag eigentlich kaum Bezug haben. Das ist delegiert, oder? Wir essen alle Essen und wir sind uns gar nicht so bewusst, dass das, und ich würde sogar sagen, egal ob wir uns vegan ernähren oder nicht, irgendetwas stirbt, oder? Also selbst wenn es nur Pflanzen ist, ja, wenn man anschaut, wie viele dieser Pflanzen angebaut werden, also es sterben dann als Nebenprodukt dieses Anbaus andere Tiere im großen Fall, oder? Also das ist ja ganz, also das ist ja etwas, was gar nicht so präsent in unserem Bewusstsein ist, oder im Alltag. Und das, was ich jetzt von dir höre, ist eigentlich, du übernimmst Verantwortung für dieses Töten, oder? Das ist etwas, was sonst irgendwie vielleicht nicht angeguckt wird. Und das auch, was ich dir einfach mal so fragen wollte, wie du das siehst. Also was,
Also ich habe mir auch die Fragen gestellt, wie möchte ich leben oder was möchte ich essen? Gibt es eine perfekte Ernährung in dem Sinne? Und auch die Überlegung, dass vermutlich viele Menschen nicht das essen, das sie essen würden, wenn sie sehen würden, wie das gestorben ist, oder? Also eigentlich diese, oder wenn sie selber den Tötungsakt vollziehen müssten, oder dass das vielleicht zu einer anderen Art und Weise führen würde, sich Nahrungsmittel zu beschaffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wie siehst du das, diese Verantwortung für eigentlich das Töten der Nahrung? Welchen Stellenwert hat das für dich? Ja, einen sehr hohen, weil die Verantwortung, die haben wir Menschen übernommen, eigentlich für den ganzen Planeten. Also es gibt keine andere Art, der mehr Einfluss hat als wir Menschen. Es gibt niemanden in der Tierwelt, der fähig ist, das zu machen, was wir Menschen tun. Und zwar nicht, weil wir jetzt besonders anatomisch dafür ausgerüstet sind. Also uns fehlen lange Reißzähne, wir haben auch keine langen Krallen wie ein Löwe. Das heißt, wir sind eigentlich gar keine richtigen Killer oder Top-Prädatoren. Wir können ja nicht mal so schnell laufen und ein Wildtier einholen. Dass unsere Spezies, die Evolution, hat uns eigentlich mit dem Hirn aus. Das Hirn hat uns entwickelt. Und was wir können, ist Strategien entwickeln und eben Überlegungen machen, die uns an die Spitze brachten. Dabei haben wir aber auch das ganze System ein bisschen ausgeschaltet. Das heißt, diese Pyramiden vom Pflanzenreich, von Beutetieren, von Raubtieren. Also wir leben heute hier in einer Kulturlandschaft und nicht mehr in einer intakten Natur. Und in einer intakten Natur ist es schon interessant. Da reguliert sich ja dieses System von selbst. Also wenn mehr Beutetiere heranwachsen, weil die Futtergrundlage ideal ist, dann früher oder später kommen mehr Raubtiere. Und das Gleiche wieder auf die andere Seite, oder? Die dezimieren sich auch wieder. Und jetzt haben wir halt Tiere, oder schlussendlich haben wir dann Nutztiere daraus gemacht. Und da fehlt ja der Prädator, oder wir sind ihn am Ende. Und wir entscheiden, wie eigentlich zu 100%, was mit diesem Tier passiert. Wie kommt es auf die Welt? Wird es künstlich befruchtet oder hat es noch einen Stier? Wie lebt es? Was frisst es? Und wie stirbt es und wann stirbt es? Das ist alles in unserer Verantwortung, 100%. Ja? Aber das ist das Gleiche mit der Pflanzenwelt. Also in unserer heutigen modernen Welt ist es gar nicht möglich zu leben ohne Tiertod. Es ist so komplex, dass man da gar keinen Durchblick mehr hat. Also wer kann mir da schon alles sagen? Also wenn ich Auto fahre, habe ich einen großen Wildtierverlust schon, wenn die alle unter das Auto kommen. Müsste ich aufhören mit Autofahren, oder? Wenn der Mähdrescher über das Getreidefeld geht und das Getreide erntet für den Veganer, dann vergisst man, dass er vielleicht noch 600 Mäuse dabei zerdrückt, weil er viel zu schwer ist. Und sonst muss man das Getreide von Hand ernten. Wenn ich Medikamente benötige, sind die oft oder fast immer tierversuchsbasiert. Da gibt es also Labortiere. Und so weiter und so fort. Das ist also sehr komplex, wenn ich sage, ich verzichte auf das eine und noch auf das andere. Und darum sage ich, wenn ich schon, ich komme da gar nicht aus dem Dilemma raus. Es ist ja eigentlich ein Dilemma. Ich könnte auch sagen, es ist ein tragischer Akt, dem ich nicht entkommen kann. Und ich mache es auch nicht gerne. Meine Tiere ziehe ich auf, die begleite ich jetzt zum Beispiel ein Rind 2 Jahre. Das hat einen Namen. Kenne den Charakter ein bisschen zutraulicher oder nicht, so und so. Und am Ende ist es eigentlich nicht das, was ich gerne mache, dem das Leben zu nehmen. Ich würde es eigentlich schön finden, wenn es we weiterleben kann, aber das geht einfach nicht. Die Natur zwingt mich, weil die nächsten Kälber kommen, mein Land ist beschränkt und am Ende des Tages wollen wir irgendwie auch leben. Und darum haben wir uns entschieden, eben diese philosophische Frage am Ende mit Ja zu beantworten, aber wir schauen hin, wie wir es machen. Und das gibt auch heute manchmal noch eine unruhige Nacht. Und das ist eigentlich auch gut so. Weil wenn es nicht so wäre, bin ich ein Roboter. Also da kann ich irgendeine Maschine hinstellen, die macht es immer gleich, hat kein Gefühl dazu. Und wenn ich von diesem Gefühl, es ist dann schon so, am Abend vorher gehe ich dann manchmal auch noch, einmal gibt es noch eine Runde und dann kann man die nochmal streicheln da ein bisschen und sagen, ja, du hast ja ein gutes Leben, aber du schenkst jetzt uns eigentlich dein Fleisch für unser Leben.
Und dann am nächsten Morgen früh machen wir das meistens bei Sonnenaufgang ganz in der Stille. Da hat es noch keine Menschen auf dem Hof. Ich möchte das eigentlich alleine tun. Es gibt keine Zuschauer. Das bin ich mit meinem Tier. Und ich stehe mit Respekt gegenüber. Ich schaue ihm in die Augen. Aber es ist umgeben von seinen Artgenossen. Ich schieße ihm frontal in den Kopf. Und da muss ich die Emotion wegnehmen, weil sonst triff ich ja nicht. Also ich muss das schon wie, das ist noch fast eine spirituelle Aufgabe ein bisschen, also oder wie ein Yoga oder oder eine Konzentrationsübung. Ne? Also einerseits kenne ich das, ich muss es auf die Seite legen, weil am Morgen muss ich gut schießen und dann muss ich ein Schütze sein, da bin ich also nicht mehr der Bauer, sondern dann bin ich da habe ich die Funktion eines Schützen. Und das Letzte, was ich ja will, ist mein Tier verletzen. Also ich bin es ihm eigentlich, dass mein Anspruch ist, es gut zu schießen. Und da muss ich mich eigentlich für das konzentrieren. Und in dieser Tragik, dass das hat, es ist wie so ein Zwiespalt in meiner Brust. He? Es hat eine Tragik und der Verlust und diese ganzen Sachen, hat es eine Schönheit. Was ist jetzt da das Schöne dabei? Das Schöne dabei ist eigentlich, dass es bis zum letzten Atemzug ist dieses Tier umgeben von seinen Artgenossen. Es merkt überhaupt nichts, es fällt um, es macht mit dem Kopfschuss eigentlich einen Hirntod. Man nimmt ihm augenblicklich das Bewusstsein und die Wahrnehmung und schlussendlich das Schmerzempfinden. Natürlich zieht man es nachher auf und es wird entblutet und so und das kontrolliert man die ganzen Parameter und so, ob es wirklich gut getroffen ist. Und die anderen Tiere reagieren jetzt aber kaum dabei, weil ihnen fehlt das menschliche Abstraktionsvermögen. Warum fällt der um? Schussknall ist der eingeübt, ab und zu schieße ich in einen Sandsack, dann knallt es, aber es passiert nichts. Es hat keine Pheromone, keine Duftstoffe, keine Alarm- und Botenstoffe, keine fremden Tiere, alles ein beisammen, keine Prädatoren, keine Raubtiere, keine fremden Menschen mehr, die sind alle im Hintergrund. Und jede Weidetötung ist ja begleitet von einer Behörde, von einem Amtstierarzt, also der macht zuvor die Lebendtierschau, der kontrolliert den Schuss. Also jeder Abschuss ist behördlich. Jede einzelne Seite ab Anbeginn habe ich noch nie ohne Behörde eine Schlachtung gemacht. Ja? Und von dem her ist das 100% Kontrolle und das gibt es eigentlich nirgends. Dass man sich konzentriert für ein Tier an einem Morgen praktisch an diesen, also für diesen Augenblick, sagen wir mal so, und sich die Zeit nimmt, ist eigentlich das Schöne dabei am Ende. Es hat nichts gemerkt und für den Rest der Herde ist es auch kein Stress. Das Leben geht weiter, nach 10 Sekunden fressen sie wieder ihr Gras. Und in der Natur ist der Tod auch nicht ein Versteckspiel. Also das ist ja, man meint es immer, man muss es verstecken, die anderen dürfen das nicht sehen und so, das ist komplett falsch. Also auch in unserem menschlichen Leben ist es ja so, also es ist ja viel schlimmer, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, jemand von der Familie ist verschollen in den Bergen oder es gab einen Flugzeugabsturz und was ist jetzt mit meiner Familie? Also die Ungewissheit, das ist, nagt ja viel mehr, wenn jetzt gleich neben mir einer tot umfällt. Dann ist es zwar ein bisschen hart, aber ich habe es gesehen. Also das ist schon so, also man macht immer dieses Versteckspiel und man redet um den Brei, man will mit dem Tod nichts zu tun haben, aber unser menschliches Leben, wie bei der Pflanze angefangen übers Tierreich, wir leben ständig von Lebendigen, vom Lebendigen, hä? Und wir einverleiben das eigentlich für unser Leben, für unsere Muskeln, für unsere Sehnen, damit wir leben können. Und das ist schon ein anderer Ansatz, wenn ich sage, mal, wir stehen dazu, aber wir wollen das möglichst mit Respekt und Professionalität aber auch durchziehen. Und das, glaube ich, ist das wirklich, also es ist so ein stressfreier, würdevoller Tod für diese Nutztiere. Ja. Von denen wir dann wieder leben. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und es ist am Ende ganz eine andere Geschichte. Das ist ja fast schon wie beim Urvolk und bei den Indigenen und in diesen, oder im Amazonasgebiet oder wo auch immer, wo es noch Völker, vielleicht ein paar wenige gibt auf dem Planeten. Früher gab es auch ein Schlachtfest, auch in unserer Kultur. Und vielleicht hat man da noch irgendwas gesagt oder vielleicht kam sogar noch früher ein Priester dazu in unserer Kultur oder in diesen anderen Völkern. Dann singen sie etwas oder man verabschiedet sich, man hat einen Respekt. Und man nimmt das Tier dann für sein Leben. Das ist ganz ein anderer Ansatz. Und am Ende ist das auch nicht barbarisch, es ist nicht schrecklich, es ist überhaupt nichts. Das fällt um.
Und auch wenn ich jetzt so viel rede da, am Ende des Tages ist es fast unspektakulär. Also da gibt's am Morgen keinen Lärm, ich höre nur die Vögel. Da gibt's kein Muhen, kein stressbedingtes Urinieren und Koten und die ganze Aufregung und so. Ich höre nur, wie sie den Grashalm abreißen, wie die Vögel zwitschern. Und in der Stille des Morgens durchbricht die kleine Kugel und den Morgen es knallt und es ist schon wieder vorbei. Ne? Und das ist eigentlich das Verrückte, es ist fast unspektakulär. Und auch die Schlachtung danach, wir nehmen das Tier mit, wir verladen es in einen Anhänger und wir führen es tot in einen kleinen Schlachthof, nicht lebendig. Und das Tier wird dann im Schlachthof aus der Haut genommen. Das ist ja ein urmenschlicher Ablauf, abhäuten. Ja? Das haben die Urmenschen schon gemacht. Das war ihre Aufgabe, Tiere abzuhäuten. Das hat nichts mit Ekel und Blut und Gestank zu tun. Es ist eigentlich sehr ästhetisch. Das ist ein Kraftakt und das ist was Ästhetisches. Das sage ich heute als Vegetarier, ehemaliger. Wenn man das industrialisiert, dann wird es abschreckend. Dann wird es eigentlich, mit dem wird man nichts zu tun haben. Das sind ganz andere Bilder, weder wenn man das eigentlich in einem natürlichen Kontext macht. Und zum auf den Punkt kommen, jetzt auch noch zum Metzgergewerbe, dann ist so ein handwerklicher Metzger, das ist ein ganz nobler Beruf. Also da habe ich einen riesen Respekt. Ich bin nicht Metzger gelernt und so, aber ich arbeite jetzt natürlich, wir haben sehr gute Metzger immer mit uns. Und dann ist das eigentlich ganz ein nobler Beruf, ein super Handwerk, das mit ganz nahe am Leben steht, das viel weiter vorne auf der Bühne des Lebens ist als irgendwie ein anderer Beruf, wo einen ganz schlechten Ruf hat. Aber ich sage, den Ruf, der ist eigentlich nur schlecht geworden am Fließband. Da haben sie nämlich ihren Berufsstolz verloren und eigentlich da nur noch drei Schnitte am Fließband, das hat nichts mehr mit dem Metzgerberuf zu tun. Aber im ursprünglichen Sinn, das Handwerk, ist ein genialer Beruf. Habe ich noch Werbung gemacht für Metzger, also es ist wirklich eigentlich eine faszinierende Geschichte, wenn man das von A bis Z leben darf. Das ist heute ein Privileg bei uns fast, dass wir das jetzt können und dürfen und am Ende des Tages isst man dieses Fleisch mit Genuss, mit gutem Gewissen. Und es käme mir auch nicht in den Sinn, was wegzuwerfen. Also da kommen wir gerade noch zum Food Waste. Wenn ich ein Tier schon selber töte, dann wird es auch voll verwertet. Und da kommt es einem ja gar nicht in den Sinn, von dem, wenn es geht, irgendwas wegzuschmeißen. Da studiert man, was man alles darauf machen kann. Und dann vermindert man den Food Waste automatisch. Wenn das anonym ist, mit Strichcode und Ablaufdatum im Gestell, irgend in einer Vakuumverpackung ohne Blut und ohne Schnitt und keine Erinnerung an einen Muskel, viereckig geschnitten und so, und das Ablaufdatum abläuft, dann schmeiße ich es weg, weil ich habe ja auch keinen Bezug dazu. Ja, ihr habt noch ein Zitat, oder, auf eurer Internetseite. Wir lieben unsere Tiere, deshalb töten wir sie selber Auge in Auge in Ehrfurcht vor dem Leben. Ja, das ist ein Schlüsselsatz. Und der ist ja schon ein Zwiespalt in sich, oder? Das ist diese Verbindung von Liebe und Töten. Ja. Genau. Das ist ein riesen Gegensatz, ein Widerspruch. Aber unser Leben ist auch ein Widerspruch. Aber oft auch ein Kompromiss. Und hier mit dieser Weidetötung, da waren wir kompromisslos. Also da haben wir gesagt, wir wollen Kugelschuss frei in der Herde, das Maximale für unseren Hof. Jetzt gibt es auch die zweite Methode, das ist die Hoftötung, Metzger-Bolzenschuss auf Hof. Und das ist fast so gut oder gleich gut, wenn man die Tiere daran gewöhnt. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten und kann wirklich wieder jetzt auf dem Hof in gewohnter Umgebung Abschied nehmen und am Schluss eigentlich das Fleisch auch genießen mit ganz einem anderen Gefühl. Ich habe noch eine Frage und ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube, das hat mir meine Frau erzählt, was sie von euch gehört hat, dass sich die Kühe selber melden. Also, dass sie zu dir kommen, ja, also ich melde mich, ich bin bereit. Es hat nur ein kleines Restschicksal jetzt in unserem Konzept. Weil es ist ja dann eine kleine Herde und so, eine Gruppe, die sind nie alleine.
weil es eben darum aus natürlichen Gründen nicht funktionieren würde. Ich kann nicht einen alleine da reinstellen in diese Abschusskoppel quasi, sondern immer eine Gruppe, ja, von mehreren Tieren. Und da kann es schon sein, dass am Morgen manchmal, sie müssen mir wirklich frontal entgegenschauen. Ich schieße nie von der Seite, schieße nur frontal, wenn sie mich anschauen. Weil da hat man den besten Treffermöglichkeit fürs Gehirn. Und es gibt ein paar technische Gründe, die lassen wir jetzt mal. Aber wir schießen frontal. Und da muss also das Tier schon und muss zu mir Kontakt aufnehmen. Und jetzt hatte ich auch mal einen Ochsen da, der hat mich ein bisschen gereut, wie man sagt, oder? Das war auch so ein guter Charakter, ein großes Tier und so. Und immer wenn ich auf die Weide kam, kam der als Erster und wollte gekrallt werden. Und dann habe ich dann schon gedacht, ja gut, das ist eigentlich jetzt ein bisschen schade da für dich, wenn ich dir das Leben nehme, weil eigentlich gefällst du mir. Aber es ist eigentlich sowieso schon wieder vermenschlicht. Weil eigentlich ist es ja schade um jeden, nicht nur um den. Das ist wieder eine vermenschlichte Sicht, aber das war mein Gefühl, ich hatte jetzt irgendwie einen Bezug zu dem. Und dann war es also so, der hat dann also wirklich dreimal nicht geschaut an einem Morgen. Er wäre fällig gewesen, weil er hatte den größten Hintern, das heißt am meisten Fleisch am Knochen. Von der Größe und von der Postur und vom Alter und so wäre er erntereif, könnte man auch sagen, oder schlachtreif. Und der hat einfach dreimal in die Weide rausgeschaut und ein anderer hat mir zugeschaut und da hat sie nicht getroffen. Aber dann irgendwie 3 Monate später kam der Moment, als er halt auch schaute, er stand nach vorne, also er stand dann so fast provokativ nach vorne und hat mich angeschaut, oder? Vorher war er immer, und dann war das schon fast so ein bisschen, ja, das war wirklich eine spezielle Situation, ich bin bereit, oder wie auch immer. Und dann ist so, wenn ich auf diesem Hochsitz bin und eben die Rolle des Schützes in mich nehme, die Rolle, das ist ein Rollenwechsel, ja, vom Bauern zum Schützen, dann ist es meine, wenn ich ein bisschen unsicher bin und der Winkel nicht stimmt und die Situation nicht stimmt, ist es meine, dann muss ich den Finger oder den Abzugsfinger lang lassen. Ja? Den muss ich lang lassen an der Büchse. Und wenn der richtige Moment gekommen ist und das Tier steht im richtigen Winkel, dann ist es so, dann ist es meine Verpflichtung, dass ich abdrücke. Komm da nicht drum herum. Es ist meine Verpflichtung. Und wenn ich das eines Tages nicht mehr tun kann oder will, keine Lust mehr habe und das Gewehr im Schrank lasse, dann muss ich das jemand anderen delegieren. Das kann ja sein. Aber solange ich jetzt das ausübe, dann ist es meine Verpflichtung, also wenn es passt, dass ich auch abdrücke. Und bei ihm habe ich abgedrückt. Und da fiel er um und er war weg. Und dann in dieser Tragik wieder war es schön, der hat wirklich jetzt bis zum letzten Atemzug nichts geahnt und ist tot umgefallen, oder? Also du würdest nicht sagen, dass die Tiere wissen, was auf sie zukommt, oder? Also irgendwie. Das könnte man dafür haben. Vielleicht, vielleicht kann. Wir wissen ja nie alles. Also kann ja nie alles definitiv beantworten. Vielleicht hat er es gewusst, vielleicht auch nicht. Aber zumindest hat er mich angeschaut und dreimal nicht. Und ich bin ja bin schon Bauer und dann ist man bodenständig. Ich kann es beobachten und ob man da noch viel hineindenkt, was hat er jetzt gedacht oder was nicht. Er denkt sicher nicht gleich wie ich. Aber ich kann es auch nicht sagen, was er gedacht hat oder nicht. In dem Augenblick. Aber ich habe die Verantwortung auch übernommen, auch für ihn. Und jetzt mache ich das immer und wir möchten es eigentlich nie mehr anders tun. Auch immer, wenn es ein spezieller Moment war, also heute Morgen war es auch soweit. Morgens um 7 haben wir Saulus geschossen. Und das ging 30 Sekunden, der hat geschaut und weg war. Also mittlerweile hat man schon auch eine Übung darin, wie man das macht und eine Sicherheit, oder? Ich möchte jetzt nicht sagen, gerade eine Routine, die man dann abstumpft, das ist einfach, es ist immer noch immer speziell, aber man ist schon fortgeschrittener in der ganzen Geschichte, ja. Und trotzdem ist es immer speziell und vielleicht sage ich auch so noch zum Abschluss vielleicht für die Zuschauer oder für die Menschen, es muss nicht jeder Mensch ein Tier töten können.
Ich würde das nie verlangen. Man sagt dann, ja, wenn du Fleisch isst und so, musst du ein Tier töten, sonst darfst du kein Fleisch essen. Ich würde eher sagen, wenn wir es wieder auf die alten Kulturen ein bisschen oder zurückgehen, es gab ja immer eine Gemeinschaft und jeder hat darin seinen Platz und macht das, was er beitragen kann. Und wenn man dann, einer geht fischen, der andere näht irgendwas, der andere macht das Brot. Und dann gab es halt auch eine Jägergruppe. Und die war ja dann auch mit gewissem Gefahrenpotenzial unterwegs. Früher hatte man noch nicht so Waffen, wie wir heute haben. Heute können wir alles ausrotten, wenn wir wollen. Und früher war das dann schon noch mit dem Speer und so also ein bisschen mit diesen wilden Tieren war das anspruchsvoller, hä? Zu jagen. So viel mehr als wie heute. Und aber wenn dann Beute gemacht werden konnte oder wurde und man das Tier zurück ins Dorf brachte, hatte man zumindest das Bewusstsein bekommen, aha, die haben jetzt was erlegt und das ist ein Tier und das wollen wir jetzt essen. Und dieses Bewusstsein war vorhanden. Und ich denke, das ist vor allem das Wichtige. Es muss nicht jeder das machen können und wollen, aber es wäre sicher wichtig, dass man wieder merkt, ah, das war ein Tier und nicht irgendwas und das schmeißt man nicht weg und da hat man Respekt. Und am Ende ist ja eigentlich unsere Philosophie zurück zum guten Sonntagsbraten, iss weniger Fleisch. Und wenn, dann nimm etwas Gutes. Und wenn man das sich ein bisschen daran halten würde, wäre die Welt schon eine ganz eine andere. Ich glaube nicht, dass die Industrie es richten wird und ich glaube auch nicht, dass es der Veganismus macht, weil beides sind Industrien, die sind naturfremd. Und wir glauben wirklich an die Natur, an dieses Gleichgewicht, wie man immer sagt. An die Harmonie von Nützlingen, Schädlingen, Beutetieren, Raubtieren, Pflanzenwelt, Tierwelt. Was wir machen müssen, eigentlich wäre nur das Maß wieder zu finden. Wir haben ein bisschen das Maß verloren. Wir sind maßlos geworden. Wir wollen jeden Tag Animalisches. Wir wollen jeden Tag schönes Gemüse. Wir wollen jeden Tag immer alles und die Bestelle müssen immer voll sein. Und das ist das Problem. Und eigentlich wäre eine gesunde Balance, eine ausgewogene Ernährung, all diese Sachen. Also ich sage immer, am Ende des Tages sind eigentlich die einfachen Weisheiten sind immer noch die besten. Und nie die Extreme. Und jeden Tag Fleisch ist extrem, vegan ist extrem. Und wir glauben irgendwie an diesen goldenen Mittelweg. Iss ab und zu Fleisch, aber schau vielleicht hin, wie es gelebt hat. Im besten Fall noch, wie es gestorben ist. Nimm ab und zu mal einen Fisch, aber nimm auch mal etwas Milchprodukte, aber vielleicht brauche ich nicht mehr alles jeden Tag. Und wenn man diese Regel ein bisschen befolgen würde und dann schmeißt man noch weniger weg, diese ganze Food Waste, eigentlich die Geschichte wieder von hinten anfangen, nicht immer mehr produzieren, sondern vielleicht auch mal schauen, dass man weniger wegschmeißt, dann würde die Welt wahrscheinlich anders aussehen. Ob wir das schaffen als Menschheit, das kann ich ja sowieso nicht beantworten. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Wir leben es eigentlich auf unserem Hof. So wie wir es für uns denken, ist es gut. Und viel mehr kann ich gar nicht machen. Nils, herzlichen Dank, ja, dass du. Du hast das philosophische Ende, Nein, sensationell, ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das, was ihr macht und auch, ja, diese Dimension, die hinter unserem Essen steckt, oder? Der wir uns gar nicht so bewusst sind. Also ganz herzlichen Dank für den Vielen Einblick in Dank. deine Arbeit und ich verlinke gerne deine oder eure Internetseite unten in der Beschreibung für den Podcast oder das Gespräch. Also jeder, der hier zuhört, ist herzlich eingeladen, ja, da mal nachzustöbern oder vielleicht mal vorbeizukommen, das auszuprobieren. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal nochmal bei dir, Nils, auch Vielen Dank. an ja, alle, die jetzt zugeschaut und zugehört haben. Bleibt gesund, neugierig, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.